In diesem Tutorial werden Ihnen zwei Verfahren zur Demontage eines Echsenzahns vorgestellt. Folgende Elemente und Schlüssel werden für den Arbeitsgang zur Demontage eines Echsenzahns benötigt. Ein verschraubter Zahn Echsen-Simeda, ein vergoldeter Kugelschlüssel, ein Abutment Extractor BL, die neue Version. Dieser ist an seinem verfeinerten Teil und der Lasermarkierung S oder L erkennbar. Das Entfernen eines Echsenzahns im Mund erfolgt in drei Schritten. Schrauben Sie den Zahn mit Hilfe des vergoldeten Kugelschlüssels heraus. Entfernen Sie zunächst die Krone und anschließend die zweifarbige M1.6-Schraube, falls notwendig, mit Hilfe einer Pinzette. Entfernen Sie danach den Sockel. Im Fall eines verschraubten Echsenzahns auf BL ist der Einsatz eines verfeinerten Abutment Extractors BL erforderlich. Hierfür können Sie ihn vollständig demontieren, danach den Körper in den Sockel schrauben und anschließend den Schaft des Extraktors einführen. Der Demontagevorgang ist nun beendet. Zum Zerlegen eines verschraubten Echsenzahns werden die folgenden Elemente und Schlüssel benötigt. Ein verschraubter Zahn Echsen-Simeda, ein Echsen-Schlüssel. Nehmen Sie den Echsen-Schlüssel und lösen Sie vorsichtig den Ring. Platzieren Sie anschließend den Echsenzahn auf der Klemme und ziehen Sie den Ring wieder fest. Nachdem das Verbundstück zurückgehalten wurde, ziehen Sie an der Krone, um diese herauszunehmen.
Entfernen Sie anschließend die zweifarbige M1.6-Schraube. Lösen Sie erneut den Ring und nehmen Sie den Exin-Sockel heraus. Der Demontagevorgang ist nun beendet.